Ich glaube, hier hatten wir aufgehört. Ich glaube, hier hatten wir aufgehört, ja. Ja, ich glaube, hier haben wir aufgehört. Ja, haben wir. Er sagt jetzt gleich, ich bin in Ordnung, glaube ich, sagt er. Jetzt sagt er, mir geht's gut, mir geht's gut. Oder? Ich glaube, jetzt sagt er, mir geht's gut. Ja, ich wusste es. Ja, I'm okay. Good boy. Good boy. Hier, warum setzt er hier keinen Speicher? Ich meine, wir haben sogar einen Speicherbutton. Speichern erstellt eine dauerhafte Kopie des letzten Autosaves. Jeglicher Fortschritt seit dem letzten Checkpoint wird dabei nicht berücksichtigt. Das ist so dumm. Warum speichert die Rostlaube das zweite Zeltlager? Das ist der Speicherstand, den der hat hier. Was ist, wenn ich jetzt speichere? Ja. Auf dem Schlachtfeld. Hä? Wie bitte? Warum hat er das nicht... Warum habe ich nicht gespeichert? Ist es möglich, dass ich einfach nur nicht gespeichert habe? Aber er macht ja Autosaves. Guck mal, hier ist das letzte Mal. Das letzte Mal, wo wir Phasmophobia, das letzte Mal, wo wir Blair Witch gespielt haben, war vor 2 Monaten. Krass. Okay, zurück. Fortsetzen. So lange ist es her. Okay, wisst ihr was? Ich könnte jetzt die 10 Minuten, die wir jetzt nochmal gespielt haben, rausschneiden, aber das mache ich nicht. Lassen wir mal drin, ist egal. Ist egal. Lass mal drin. So. Das hier ist jetzt Neuland. Bis hierhin hatten wir und dann hatten wir aufgehört. Ganz doof, Autospeichern. Ich hätte aber auch schwören können, ich hab gespeichert. Ich weiß es nicht. Und wenn nicht, es gibt ja diesen Autospeicher, ne? So, was ist das jetzt? Fuck. Jo, also... Ja, also springen wollte ich nicht. Ach, guck mal, er hat was gefunden. Das ist ja richtig cool. Das haben wir doch schon mal gesehen. Was steht da? Ganz komischer Name oder Wort. Walzen, okay. Prisemsnislav. Aber das Bild, das kommt mir bekannt vor. Das sieht aus wie... Eine Person, die wir schon mal auf dem Bild gesehen haben. Bullet, wohin willst du? Warum wollt Bullet wieder dahin rennen? Weiß ich nicht. So. Was haben wir noch für Items? Was ist das hier? Ach so, okay. Das ist mein Handy. Das ist das Inventar. Okay, und das Funkgerät. Kann ich wieder aufstehen? Jo. Mit dem Laubhaufen ist ganz seltsam. Ich weiß nur, dass wir die nicht berühren sollen. Sawmill oder Camp A? Ich würde sagen, wir gehen in die Richtung. Ach, in die Richtung, wo das Laub ist? Ob das so schlau ist? Ja, lass es uns machen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht brauchen... Ja, okay. Okidoki, dann gehen wir doch erstmal in die andere Richtung. Er sagte, wir werden uns diesmal nicht so vorbeischleichen können wie vorhin. Okay, vorbeischleichen war es auch nicht. Wir sind einfach durchgerannt. Warum ruft er? Hat er was gefunden? Nein. Nö. Ich glaube, wir brauchen irgendeine Art Item oder so. Okay, wir hatten gerade so ein Funksymbol. War das ein Autosave? 1433, wartet mal. Nee, das war kein Autosave. Nein. Er hat nicht Auto gespeichert. Wir haben nämlich schon 37. Ungefähr. Das haut nicht hin. Wir haben eine SMS bekommen. Nachrichten. Oh. Warte mal, welche haben wir schon gelesen?
Die hier haben wir nicht gelesen. Warte mal. Die haben wir noch gar nicht gelesen. Egal, ich habe eigentlich nur angerufen, weil eigentlich weiß ich gar nicht mehr warum. Ist okay. Das ist eine alte Nachricht, die ich noch nicht aufgemacht habe. Okay, das ist die neue Nachricht, die wir jetzt bekommen haben. Sie haben eine neue Sprachnachricht. Wie höre ich die ab? Wie höre ich die Sprachnachricht ab? Ich habe keine Ahnung. Normalerweise klickt man da auf den Knopf. Kenne ich von WhatsApp. Ich glaube, die meinen Mailbox. Ich glaube, ich habe... Ach, hier. Ja, die Mailbox, das ist die Mailbox. You have one new message. Ja. Okay. Das ist die Nachricht. So, ich muss gerade mein Ohr jucken. Das ist Timing gerade. Okay. Doc. Ach, ich wollte schon wieder Dogmeat sagen. Bullet, was hast du? Der ist ja durchgehend am Bellen. Der hat auf jeden Fall hier was gefunden. Aber ich sehe es ja auch schon selber. Oder hast du hier was im Laub gefunden? Nee, ne? Na, ja, sieht nicht so aus. So. Hier waren wir auch noch nicht. Aber Dogmeat, der... Ach, Dogmeat. Eieiei. Bullet, der ist ja richtig jetzt gerade on Fahrt. Der will auf jeden Fall, dass wir durchlaufen. Damit können wir durchfahren. Gute Idee, Bullet. Komm mal her. War eine gute Idee. Kriegst noch mal ein paar Streicheleinheiten mit deinen hellblauen Augen. Sehr gut. Dann kommen wir mit. Huch. Okay. Auf einmal haben wir Wassersoundeffekte. Frag mich nicht warum. Jetzt sind sie wieder weg. Ja, ich glaube, da könnten wir einsteigen. Jo. Ja. Oh, er sitzt hier schon drauf. Super. Okay, oh. Railway Motorcar. Aha. Ich klick, ach, das passt schon. Ich klick einfach. Nee, wollen nicht. Geht schon. Ich klick einfach auf ein paar Knöpfe. Das wird schon klappen. Ja, nee, ich will keinen anrufen. Nein, nein, wirklich nicht. Ah, steck weg. Taschenlampe, ja. Okay, das wird schon. So, als erstes müssen wir den roten Knopf drücken, damit es angeht. So, ist ja klar. Nee, als nächstes nehmen wir die Handbremse raus. Ja, das ist die Handbremse. So, und dann gehen wir Vollgas. Da seht ihr? Anleitung. So. Was steht da? Start und Stopp. Okay. Was denn? Das ist irgendwie cool gemacht. Also hier mit den Schienenfahrzeugen. Ich mag solche... Ja, ist jetzt kein Feature unbedingt, ne? Aber ich mag solche Parts. Auch wenn man sich da noch frei rumbewegen darf und nicht dann auf einmal stocksteif da rumsteht. So, stopp mal bitte, stopp. Nein, ich will mir das nicht angucken. Stoppen! Ja, ich wollte ja eigentlich stoppen klicken, aber diese doofe Anleitung hier, ne? Die niemand braucht. Die hat mich mal wieder komplett daran gehindert. Aber das heißt, wir müssen hier rein theoretisch noch weiterfahren. Aha. Nur. Ich meine, das ist ein großer Stamm, ne? Aber guck mal. Das ist hier ziemlich uneben. Wenn du da ein bisschen drückst, ein bisschen ruckelst, dann geht das easy weg. Also sorry. Nee. Und der war beim Militär, habe ich das richtig verstanden? ist wohl ein paar Jahrzehnte dann her. Okay, ja, ich sehe schon, hier müssen wir irgendwie... Dann machen wir es halt nicht mit Muskeln in den Armen, sondern machen wir es mit Muskeln im Kopf. Ich hoffe, davon hat er zumindest etwas. So. Ansehen. Maschine. Okay. Basic, actually. First, need to ignite it, like
Ja, okay. Ob wir uns das jetzt wirklich merken müssen? Was ist das jetzt nochmal für eine Szene hier? Das gehört jetzt nicht mehr dazu. Ah, doch. Ach, wieder irgendwelche Anleitungen oder was? Was ist das jetzt hier für eine Szene? Sehr viel in einem Video. Das Video ging auch ziemlich lange. Und es ist ein rotes Video. Das heißt, wir können mit der echten Welt da interagieren mit. Also was verändern. Ja, komm her. Ich glaube, wenn er so rumjault, dann will er ein paar Streicheleien erhalten. So. Ein Problem. Dafür bin ich ja auch da, ne? Okay, hier haben wir das, was er im Video gezeigt hat. Mhm. Okay. Ja, hier ist das jetzt nochmal. Ja, komm. Zack. Weg damit. Haben wir eingepackt. Oh, okay. Ja, dann pack das auch mal ein. Oh, das ist aber eine Notiz. Giddery. Wir haben gerade eine neue Lieferung erhalten. Komm zum Wartungsschuppen und hol die Teile ab, die du haben wolltest. Robert. Der gute Robert. Hier haben wir auch was. Ah, nochmal ein Bild. Da stehen zwar immer wieder andere Namen, aber ich habe immer das Gefühl, das sind fast ein und dieselben Bilder. Also das sind die langweiligsten Collectibles, die ich jemals aufgesammelt habe. Auch wenn sie vielleicht im Nachhinein irgendeine Bedeutung haben. Das sind vielleicht irgendwelche Militärkumpel gewesen, irgendwelche andere Soldaten oder so, das könnte ich mir vorstellen. Ah, gut, dann gucken wir mal hier wegen dem Ofen. Genau, hier können wir jetzt irgendwie... Ach nee, der Griff fehlt, okay. Ja, wir bräuchten jetzt erstmal einen Hebel. Das würde Sinn machen. Und der Hebel könnte auftauchen, indem... Ja, mach du dir das gemütlich. Oh, warte mal, da liegt noch ein Bild. Ach nee, das ist so eine Marke. Erkennungsmarke. How the hell did they get here? Ich weiß es nicht. Du hast irgendwelche Vorstellungen oder irgendwas Mystisches geht hier ab. Das ist halt die Frage, ne? Bist du verrückt oder ist das hier alles etwas übernatürlich? Das weiß ich noch nicht. Okay, Video anschauen. Jetzt spulen wir natürlich zurück. Bis zu der können wir schneller machen. Da ist er. Warte mal, das ist aber... Ist das der Hebel? Da ist der Hebel. Stopp. Hey, lass mal. Ach, guck mal. Etwas kann? Was für ein Druckmesser? Was sagt er hierzu? Jetzt sagt er gar nichts mehr, okay. Ich möchte kein Video machen, ich will mir das angucken. Wollen wir da vielleicht noch mal ein bisschen... Wir gucken einfach mal, ob der Hebel da auftaucht. Das ist ein anderer Hebel. Der taucht aber auch nicht auf. Nee, der taucht nicht auf. Okay, das heißt, wir müssen uns das selber suchen. Aber wir lassen das mal an der Stelle hier, wenn das Feuer brennt. Ja gut, dann pack mal weg. Ah, das ist hier die Seite, okay. Feuer ist an. Ja, dann lass uns mal suchen. Wir müssen das irgendwie verschließen. Oh, die Tür ist jetzt zu. Das ist ja witzig. Weil wir uns das Video jetzt bis dahin angeguckt haben, ist die Tür zu. Das ist... Ja, ich glaube, auf dem Video ist noch mehr zu erkennen. Da ist noch was. Möchtest du das hier liegen lassen? Steck das einfach mal hier drauf. Gerade. Kann ich hier lang? Nee.
Vielleicht haben wir ja irgendwas hier oben bei uns auf unserem Fahrzeug. Vielleicht ist da ja irgendwas Hilfreiches, was wir mitnehmen können. Ja, und nee, hier ist gar nichts. Ach, guck mal, hier haben wir noch was. Aha. Generator, ne? Ein kleiner Generator. Ja, ja. Wollen wir aber nicht mit interagieren? Aha. Ja, das sieht doch gut aus. Können wir denn links schon lang? Da könnten wir lang. Ja gut, dann machen wir das mal. Dann müssen wir ein bisschen rückwärts fahren. Dann stellen wir die Schienen um. So, hiermit. Zack, nach hinten. Oh, ach, der Hebel muss erstmal wieder so. Ja, schön langsam. Ja, ja. Nicht zu schnell werden. Und stopp! So, ich mach schon mal nach vorne. So, aber solange die Bremse da gezogen ist, passiert nichts. Jo, jetzt können wir nach links schon mal fahren. Vielleicht finden wir dort irgendwas. Ja, für hier. Für die Maschine. So. Taschenlampe. Hebel. Und dann fahren wir mal. Das ist Shaw. Da ging es zu Sawmill, hier geht's zu Camp B. Hier geradeaus ging es zu Sawmill. Oh, okay. Oh. Alles klärchen. Dogmeat, du hilfst mir, oder? Oh, oh. Wir fahren einfach nur sehr langsam. Was ist das da hinten? Da leuchtet irgendwas rot auf. Oh, ist das langsam. Ach so, ich... Ah, jetzt müssten wir... Ah, okay. Oh, 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 stopp, 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 stopp. Stopp, fahr ein bisschen zurück. Ich mag den Part. Ich würde gerne wissen, was das da ist. Wo war das? Ah, hier. Okay. Dann bleiben wir mal eben stehen. Ja, ich mag das Ding. Ich mag mit dem Ding zu fahren. Maintenance. Okay. Was ist das hier? Ein Generator. Oh. Oh oh. Dogmeat? Ach, Bullet, du hilfst mir? Bullet? Bullet, Bullet, du musst mir helfen. Danke, danke. Ich muss auf Bullet gucken. Ich habe eine Errungenschaft bekommen, das ist cool. Bullet, du musst mir sagen, wo der ist. Wir müssen zusammenarbeiten. Ich habe ihn gesehen, Bullet. Danke, Bullet. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft. Okay. Wir müssen auf Bullet achten, auf jeden Fall. Nur ich hab immer ein bisschen Angst, dass Bullet irgendwie ja in die falsche Richtung guckt und der auf einmal von hinten kommt. Aber hast du echt gut gemacht. Komm her. Nur am Anfang habe ich dich irgendwie nicht gefunden. Ja, guter Hund. Gut gemacht. Generator ist auch an. Alles klärchen. Sehr gut. Irgendeine Errungenschaft bekommen. Auch immer gut. So. Aha. Das ist sehr brüchig. Aber wir gucken trotzdem mal rein. Und das waren meine letzten Worte. Da ist was. Eine Erkennungsmarke. God. I'm so sorry. Protestant. Aha. Was haben wir hier? Oh. Ratte. Und irgendwas zum Lesen. Happy East Creek Holzunternehmen. Inventar des Wartungsschuppen. Ach so, wie viele Druckmesser, Schleifräder, Antriebsriemen.
Was bräuchten wir denn? Messingventil oder so, ne? Messingventil, oder? Ich glaube, das klingt nach etwas. Löschschlauch. Und die sind hier? Das ist der Wartungsschuppen? Wir stellen noch mehr Ventile. Lager B hat das letzte für ihr Hilfsaggregat verwendet und... Und? Ja, irgendwie fehlt wieder. Ich glaube, das hatten wir auch hier schon ein paar Mal, ne? Dass da irgendwas fehlte im Satz. Und ich glaube, da müssen wir hin. Du bist hier. Yo. Glaube ich auch, dass ich da bin. Dann schauen wir mal, ob wir hinten rumkommen. Es gibt auf jeden Fall einen Weg. Auch noch mal ein Foto. Schon wieder. Ja, das ist immer dasselbe. Keine Ahnung. Die Fotos sind irgendwie komisch. Ah, da sind Geräusche hier. Was denn hiermit? Hiermit auch nichts. Hier. Ah, guck mal, ein kleines Löchlein. Jetzt haben wir nicht, ich komme da nicht. Ach, ich glaube, er muss das finden. Komm mal her. Halt, bleib bei mir. Such. Da drinne. Ne, Bundet hier drinne. Ja, ja, ja. Doch, doch, hier. Bullet muss vor uns da reingehen. Ich komme ja nicht durch. Hatten wir was auf dem Video gesehen? Wie wir da durchkommen? Nee, ne? Das ist ein bisschen doof, weil das ist halt perfekt für Bullet. Und ich glaube, da liegt das Objekt, was wir brauchen. Das ist halt echt doof. Ich komme auch nicht durch. Du musst für mich da suchen. Da. Da drinne. Ich glaube, man kann es so anklicken, ne? Ich glaube, jetzt habe ich abgebrochen. Mal gucken. Ich habe auch sonst nichts. Such. Direkt vor dir, da hinten. Da. Das gibt's doch nicht. Das ist ein bisschen schwer, ihm das beizubringen, dass er sich das schnappen soll. Vielleicht kann ich es ja auch einfach so mopsen. Ach, blöd. Ja, ja, da ist ein Symbol. Wie bringe ich ihm das jetzt? Für was muss ich jetzt drücken? Ich muss mal einmal in die Tastaturen gucken. In der Tastaturbelegung. So, bewegen, interagieren, das könnte es sein. Inventar umschalten ist es nicht. Hocken. Bullet Befehl geben. Halten. Abbrechen gegen. Es ist halt entweder interagieren oder Bullet einen Befehl geben. Okay. Bullet, fetch. Ah, es ist das Interagieren. Ja, er geht's jetzt für uns holen. Es ist das, Ventil, ist das. Ja, ja, er schafft. Bullet. Der läuft gerade ein paar Mal im... Ich glaube, der ist wieder raus. Hey, ah, jetzt schafft das. Ja, sehr gut. Da gibt's gleich erstmal schön wieder... Bullet? Der jault ein bisschen rum. One down, one to go. Sehr gut. Komm mal raus hier. So. Ein paar Streicheleier hinten. Ach, jetzt werden wir so abgeleckt. Ich glaube, wir schauen... Nein, komm mit, nicht wieder da reingehen. Wir schauen uns das mal ganz kurz an, was wir da... Was ist da kaputt? Der Holzschürfe? Druckmesser. Der Druckmesser ist es. Ich glaube, da fehlt uns aber noch was. Aber ich glaube, dass hier finden wir es nicht mehr. Ich glaub, ja, hier sind wir mit Druckmesser schon mal bedient. Die Frage, sollen wir jetzt damit schon mal wieder zurückgehen? Oder sollen wir noch geradeaus? Wir fahren jetzt erst noch mal ganz kurz zurück. So, an. Und nach hinten möchte ich. Ich glaube, das geht auch ordentlich voran.
So, mach mal Licht an. Ist auch nicht weit weg, da ist es ja schon. Eigentlich könnten wir zu Fuß gehen. Die Sache ist nur, wenn wir zu Fuß gehen, laufen wir durch die Dunkelheit. Und ich glaube, das ist ein bisschen zu düster. Haben wir eigentlich eine Uhr? Oh, es ist auch Mitternacht. So, ich glaube, an der Stelle können wir jetzt aber schon mal bremsen. Und schon mal den Hebel nach vorne drücken. So. Steigen hier einmal aus. Wir fahren aber wahrscheinlich jetzt gleich wieder weiter. Wollt nur mal gucken. Hier mit. Nee, da fehlt der Griff. Genau. Und wo können wir jetzt das. Ah, hier. Genau, das haben wir jetzt schon mal. Jetzt müssen. Ja, das haben wir ja gemacht. Ja, doch, aber er meint, wir brauchen Griff. Genau. Genau, wir brauchen den Griff. Und den haben wir im Video aber auch nicht gesehen. Ich bin das Video durchgegangen, habe versucht, im Hintergrund zu gucken. Aber ich glaube, den Griff, den finden wir woanders. Da geben wir jetzt nochmal Vollgas. Ja, er ist auch schon am Sitzen. Und los geht's. Vollgas voraus. Boah, aber geradeaus, da geht's aber richtig schnell, ne? Müssen wir gleich rechtzeitig den Hebel drücken. Und das hier sollten wir mal verbrennen. Ich glaube aber, wir kriegen gleich nochmal Besuch, oder? Oh, hier können wir nochmal umstellen. Huch, huch, abbrechen. Eieiei, erstmal wieder schön dagegen gedonnert. Ich glaube, wir mussten hier die Weiche umstellen. Come on, buddy. Camp B. Ja, ich glaube, wir müssen die umstellen. Nehmen wir mal eben nochmal raus. Haben die doch mit Absicht hier gemacht. Gemein. Nur damit wir wieder zurückfahren müssen. Achso. Da hinten könnte ich auch hin, aber das ist mir ein bisschen zu düster, ne? Und stopp. Ich glaube, das reicht. Dann stellen wir mal eben um. Ah, ist ja gemein. Einfach nur gemacht, damit wir einmal schön dagegen donnern, ne? Nee, nee, nee. Ja, fies. Komm her, Bullet. Pass auf, der sitzt direkt neben mir. Da! Der ist einfach instant immer neben uns. Einmal. Und zweimal. Können ja ein bisschen langsamer. Wir geben auch immer Vollgas. Ja, okay. Jetzt kannst du erstmal Vollgas geben. Aber wir sollten gleich ein bisschen langsamer fahren. Oh, was ist das denn? Jetzt passiert. Jetzt ein bisschen langsamer, ein bisschen. Oh, der geht aber richtig dann in die Bremse, ne? Ja, jetzt sollten wir aber echt ein bisschen. Jo, wir bremsen. Warte mal, was? Warte mal, wo? Let's go, Bullet. Warte mal, bin ich jetzt verrückt? Sind wir gerade im Kreis gefahren? Warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Jo, wir sind im Kreis gefahren. Das ist einfach, wenn wir mit voller Karacho nochmal hier gegenbrettern, hm? Wäre das eine Idee? So mit richtige Karacho. Ich glaube, das funktioniert aber nicht. Okay, wir sind jetzt einmal im Kreis gefahren. Das wusste ich gar nicht. Ah, ich würde ja schon ganz gerne einmal mit voller Karacho. Komm, machen wir einmal. Speichern aber vorher. Vielleicht fliegen wir in der Luft. Ich weiß es nicht. So, ja. Zurück. Ah, ich hätte vielleicht nochmal einen neuen Speicherstand aufmachen sollen. Vorsichtshalber. So, ich überspringe die Fahrt aber zur Hälfte. Okay, wir geben jetzt Vollgas und fahren jetzt einfach nur geradeaus. Ach nee, ich muss die Weiche dann gleich umstellen, ne? Jo, mach ich. Ach, jetzt habe ich gedacht, ich habe schon auf Pause gemacht. Wollte ich eigentlich auf Pause machen und das überspringen. Ich habe aber wieder den falschen Knopf gedrückt. So, jetzt machen wir kurz Pause.
So, wir fahren jetzt gerade mit Fullspeed schon die ganze Zeit, aber irgendwie ist das nicht wirklich schnell, muss ich sagen. Ich habe gedacht, wir fahren jetzt so mit richtig vollo Karacho da rein, aber das ist ja gar nichts hier. Also, ja, können wir eigentlich wieder abbrechen. Zack, das ist ja gar nichts. Das ist ja wirklich gar nichts. Ich habe gedacht, wir haben jetzt richtig viel Speed drauf, aber ne. Ja gut, ja, dann würde ich sagen, war es das erstmal für den Part. Und beim nächsten Mal suche ich schon im Voraus nach einem Hebel. Und sobald ich dann schon mal einen Anhaltspunkt habe, dann startet auch die nächste Folge. Bis dahin, einen schönen Tag noch und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bye bye und ciao.